Mit dem Neustart Assassin's Creed Origins brachte Ubisoft frischen Wind in die angestaubte Assassin-Serie. Mit neuem Kampfsystem, einer größeren Welt und einem Rollenspielsystem sorgte der Titel für die nötige Abwechslung. Jetzt will Ubisoft mit Assassin's Creed Odyssey diese Formel noch einmal verbessern. Das Schicksal Griechenlands liegt in deiner Hand. Dieses Mal verschlägt es uns ins alte Griechenland. Mit einem entweder weiblichen oder männlichen Recken erkunden wir die Landschaften zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Als erfolgreicher Söldner helfen wir der Bevölkerung auf der kleinen Insel Kefalonia. Doch schon nach kurzer Zeit verlassen wir die beschauliche Insel und erleben eine wendungsreiche und spannende Geschichte. Der Schauplatz Griechenland ist dabei wunderbar dargestellt. Ohne Ladepause steigen wir in unser Schiff und können frei wählen, wohin uns die Reise als nächstes führt. Egal ob die zahlreichen kleinen Inseln, die Küstengebiete, die malerischen Wälder oder die Hauptstadt Athen. Alles wurde mit viel Liebe zum Detail modelliert und lässt uns wirklich ins antike Griechenland eintauchen. Zwar finden wir immer wieder mal matschige Texturen, die Weitsicht und die Größe der Spielwelt machen das aber wieder wett. Eine der großen Neuerungen von Odyssey ist die Entscheidungsfreiheit während den Dialogen. Dieses Mal können wir rollenspieltypisch selbst entscheiden, wie sich unsere Spielfigur verhält. Und die Auswirkungen unserer Entscheidungen zeigen sich manchmal erst Stunden später. Das finden wir top. Schiffskämpfe rücken in diesem Teil auch weiter in den Fokus. Wie in Black Flag können wir mit unserem Schiff die Meere erkunden. Stellen sich Piraten oder feindliche Schiffe in den Weg, können wir in spektakulären Seeschlachten diese bekämpfen. An Land wird Abwechslung großgeschrieben. Bei unseren Missionszielen können wir selbst frei entscheiden, ob wir eher lautlos jeden Gegner einzeln ausschalten oder als Krieger uns gleich ins Getümmel stürzen. Mit dem actionreicheren Kampfsystem wird der Spieler auch mehr gefordert. Einfaches Kontern wie in den alten Teilen hat schon in Origins nicht funktioniert. In Odyssey ist das jetzt noch einmal schwieriger, denn unser Recke kann kein Schild tragen. Wir müssen den Schlägen der Kontrahenten entweder ausweichen oder rechtzeitig parieren. Das führt gerade am Anfang für ein wenig Frustration. Aber wenn man den Dreh einmal raus hat, bietet diese neue Spielweise mehr Tempo und Spannung. Belohnt werden wir mit zahlreichen Loot-Gegenständen. Und das funktioniert wunderbar. Wir sind immer auf der Suche nach besserer Ausrüstung, welche sich spürbar im Gameplay auswirkt. Aber ein paar Schwächen haben sich in Odyssey eingeschlichen. So finden wir, dass die schwarzen Ladezeiten vor und nach einer Zwischensequenz uns immer wieder aus der Spielwelt reißen. Diese dauern meist nur ein paar Sekunden. Ein fließender Übergang wäre aber schöner gewesen. Die Story ist spannend erzählt und deshalb finden wir umso nerviger, dass wir diese nicht in einen Rutsch durchspielen können. Wir müssen immer wieder Nebenaufgaben abschließen, um das benötigte Level für die Hauptmission zu erreichen. Assassin's Creed Odyssey bietet mit seinem schönen Schauplatz und der spannenden Geschichte eine schöne Zeitreise ins antike Griechenland. Ein paar kleine Fehler trüben das Gesamtbild. Trotzdem überwiegen die großen Stärken des antiken Abenteuers. In dieser Welt gibt es keine falschen Wege, keine falschen Entscheidungen. Du musst dich nur entscheiden, wer du sein willst. Das ist deine Odyssee.